Hi, in diesem Video wollen wir uns weiterhin hier diesen Feinschleifer anschauen. Und ja, die Besonderheiten sind natürlich hier der Brushless-Motor. Im letzten Video haben wir auch schon gemerkt, dass der richtig gut Power hat. Okay, gut, ich sollte hier nochmal wieder vorne diese Kunststoffmutter aufschrauben. Das machen wir auch nochmal eben schnell. Kann nicht schaden. Ja, hier haben wir sie auch schon. Dann können wir auch mal versuchen, hier reinzuschauen. Aber da sieht man nicht allzu viel. Hier ist ein bisschen wenig Platz. Man könnte erahnen, dass man da vielleicht ein Kugellager funkeln sieht. Aber könnte auch einfach nur Plastik sein, deswegen schwer zu sagen. Ja, vom Aufbau sieht es auch so aus, dass dieses Gerät hier sehr ähnlich wie die grüne Variante hier auch wieder Schrauben hat. Diesmal scheinen hier nur 5 Schrauben zu sein, weil hier natürlich der Akku sitzt. Da kann man da halt nicht eine Schraube durchjagen. Hier unter dem Aufkleber scheint auch keine Schraube zu sein. Müsste halt auch dementsprechend sehr gut zu öffnen sein. Hier die Klammer könnte natürlich Probleme machen. Die müssen wir halt abnehmen. Hier vorne das natürlich abschrauben. Aber gut, wozu sollte man das Ding auch öffnen wollen? Hier, das hier ist relativ schön gummiert. Das hier ist normaler Kunststoff. Hier die Fläche ist gummiert. Hier die Seitenfläche ist auch gummiert. Hier vorne dieses Stückchen hier auch. Hier auch wieder die Seitenfläche gummiert. Und ja, das war es dann schon im Endeffekt an gummierten Stellen. Gut, also das Ding hier mal schnell drauf. Hier dürfen wir eine Drehrichtungsangabe haben. Ja, ich denke, das passt. Weiß mal auch, wie das Ding herumdreht. Ja, und jetzt wollen wir doch mal probieren, wie das hier mit diesem bzw. dieser Dremel-Trennscheibe ausschaut. So, Trennscheibe, Adapter. So, hier schon mal sehr gut. Das passt hier direkt rein. Bei der grünen Variante hatten wir das Problem, dass wir dann diesen Einsatz wechseln mussten. Würde das hier nicht passen, wäre man jetzt hier am Ende, weil hätte man nichts machen können. So, schon ist das Ding hier drinnen. Hier können wir mal versuchen, Vollgas zu geben, aber davor natürlich setze ich mir eine Schutzbrille auf, weil hiermit ist nicht zu spaßen. Ich hoffe, dass bei meinem Glück jetzt der Camcorder heile bleibt. Deswegen ja, mal gucken, vielleicht erstmal so starten. So, da hat man jetzt gemerkt, was für einen schönen Anlauf das Ding hatte. Vibriert schon ein bisschen. Ich will mir halt schon vorstellen, dass natürlich hier irgendwie ein bisschen unrund läuft. Könnte halt da auch an der Dremelscheibe liegen. Ja. Da flogen die Funken richtig gut. Das ist schon mal alle Achtung, dass man hier direkt einen ziemlich tiefen Schnitt machen können, ziemlich schnell. Kein Problem, der nicht so tiefe Schnitt müsste von der grünen Variante noch stammen. Ja, das ist schon sehr beachtlich. Ja, leider finde ich jetzt hier nicht wirklich eine schöne Schleifscheibe oder so etwas. Ich versuche mal hier von der grünen Variante Werkzeug zu nehmen. Zum Beispiel einfach mal hier diesen Aufsatz. Ich hoffe, dass ich hier eine größere Fläche habe. Haha, ja. Und hier macht sich dann bemerkbar, warum dieser Dremelaufsatz gepasst hat, weil hier dieses alte quasi
Werkzeug passt hier jetzt nicht mehr rein. Und wenn man dann auch mal vergleicht, dann wird man sehen, dass hier die Wellen natürlich schon einen Unterschied haben, also unterschiedlich sind. Die von einem Performance-Gerät, die ist hier schon um einiges dicker als die von dem grünen Gerät. Und auch das lässt darauf schließen, dass das Performance-Gerät dann doch irgendwie eine andere Liga ist und doch schon etwas mehr Power hat. Und deswegen man gesagt hat, man möchte da lieber Sachen mit beilegen, die ein bisschen robuster sind, die halt einfach eine dickere Welle haben. Gut, dann let's go. So, und es läuft. Gut, ich habe es jetzt geschafft, das Ding anzuhalten, aber da muss ich natürlich schon ziemlich kräftig gegendrücken. Klar, man kriegt die meisten Geräte irgendwo gestoppt. Und ja, sollte man halt nicht zu brachial sein, auch schon alleine, um das Gerät natürlich nicht zu beschädigen. So, nochmal an. Okay, so sollte man dann mit Möglichkeit auch nicht arbeiten, damit würde man die Lüftungslöcher verdecken. Aber ja gut, hier hinten bestimmt, wo die gummierten Flächen auch sind, sollte man anpassen. Auch wenn dann je nachdem, ja, es sich schon anbieten würde, das Gerät hier irgendwie eher so anzupassen zu halten. Ja, ich denke, so ist das richtig, so kann man das schnell ein- und ausschalten. Ja, man merkt auf jeden Fall einen Unterschied von der Power. Wenn ich den hier mal nehme und dann vielleicht mal einfach diesen kleineren Aufsatz hier reinnehme. Hier schraube ich auch schon mal wieder diese Mutter drüber. Mal rotiere ein bisschen hier natürlich das Werkzeug. So, gehe hier auch mal auf Vollgas. Hier sieht man, der Akku ist hier komplett voll. Bei dem anderen Gerät hat man gesehen, ja, den sollte man laden. Ja, gut, geht auch relativ gut ab, aber ja, das wird sich dann in Zukunft doch zeigen, wie viel besser hier diese Performance-Variante ist. Aber soweit schon sehr schick. Und was natürlich auch sehr schick ist, ist natürlich das hier mit dem Akku. Und hier müssen wir auch mal gucken, dass hier ist jetzt auch der PAPK12A4 Akku. Und davor hatten wir halt zum Beispiel den A3 Akku. Hier habe ich zum Beispiel einen A3 Akku. Und die sind natürlich sehr identisch, da die auch für die gleichen Geräte sind. Und wenn ich halt schon mal so einen 12 Volt Akku habe, weil ich vielleicht irgendwie Bohrmaschine oder sonstige Geräte habe, dann kann ich natürlich den Akku hier einfach reinschieben, das Gerät hier einschalten. Und auch hier sehen wir, wir sollten wahrscheinlich den Akku auch mal laden. Wenn wir jetzt nicht so eine hohe Drehzahl haben, dann sehen wir, der Akku ist halt auch nicht ganz voll. Und das gleiche sehen wir natürlich hier in dieser Lampe. Dazu müssen wir die halt nur mal kurz einschalten. Und dann sehen wir hier auch, dass da nur hier die zwei LEDs leuchten. Und natürlich können wir auch dann diesen Akku auch natürlich hier rein. Und auch das funktioniert. Das ist halt das Schöne hierbei. Und ist ein bisschen schade, dass in dem Paket nur der eine Akku dabei ist. Und man muss natürlich auch bedenken, dass hier der Akku, das heißt nicht der Akku, sondern das komplette Gerät, der komplette Koffer aktuell 75 Euro kostet. Und wenn man das natürlich mit dem Gerät hier vergleicht, der kostet halt nur 32 Euro. Klar, gut, man kann dann sagen, ja, man hat natürlich hier einen Akku dabei,
Ja, schon. Allerdings, der Akku ist ja auch dabei, nur fest verbaut. Dann bei dem Gerät ist noch ein Ladegerät dabei. Ja, gut, das Ladegerät ist bestimmt auch teurer als hier dann halt dieses USB-Kabel. Okay, gut. Dann, wir haben hier den Brushless-Motor. Kann ich mir auch vorstellen, dass er höherer Qualität ist und ein bisschen teurer deswegen ist. Dann haben wir natürlich eine komplexere Elektronik. Mehr elektronische Schalter, die den Motor irgendwo antreiben müssen und sowas. Ist alles halt ein bisschen teurer. Muss man sich halt überlegen, ja, kaufe ich mir für das Geld lieber zwei von denen oder doch lieber einen von denen hier. Ja, aber ich denke mal, diese Kombination Schwarz und Grün wäre auch sehr gut. Mit dem Grün habe ich auch schon einiges gearbeitet. Hilft sehr. Sehr praktisch, dass hier kein Kabel ist, kann man überall sehr schnell schön arbeiten, habe ich schon ein paar Mal genutzt. Letztens habe ich den auch versucht, mal ein bisschen zu pimpen, noch ein paar Kugellager vorne reingebaut, wird sich noch zeigen, wie das sich so macht. Ja, aber auch der muss sich natürlich jetzt beweisen, zeigen, was er wirklich kann. Wenn man hier nur mal kurz sich die Sachen antestet, kriegt man natürlich schon einen ersten Eindruck, kann sagen, ja, hört sich schön an, läuft schön an, scheint eine Drehzahlregelung zu haben. Deswegen auch manchmal schwingt er ein bisschen über und dreht schneller. Der scheint jetzt auch ein bisschen aktuell lauter zu sein, der hier scheint mehr rumzufiepen. Aber ja, das alles wird sich dann halt im Endeffekt beim Benutzen bemerkbar machen und zeigen so, was die Stärken, die Schwächen von diesen beiden Geräten so sind, wie gut der sich halt wirklich macht. Ich finde es halt wirklich gut, wenn Akku leer ist, leeren Akku raus, muss man halt einen zweiten Akku haben, zweiten vollen Akku rein. Der Akku kann abkühlen, den Akku kann man nachladen, hier kann man weiterarbeiten. Hier, wenn der Akku leer ist, dann darf man erstmal stundenlang das Gerät ans USB-Kabel dran klemmen und normalerweise dann arbeiten geht nicht, weil der Akku voll sein muss oder halt nachgeladen sein muss. Deswegen entfällt das Arbeiten dann mit diesem Gerät. Und ja, eine Aufhängemöglichkeit gibt es halt hier auch nicht. Wie gesagt, ich kenne da halt eigentlich diese Ständer, die man sich irgendwie an einer Tischplatte montieren kann oder so, die dann einen Haken haben, dann kann man das Gerät einhängen, dann kann man hier so eine Wellenverlängerung nehmen, das Ding baumelt halt, dann kann man einfach mit der Wellenverlängerung schön arbeiten, ist bestimmt auch angenehmer, als hier dann so einen Trümmer irgendwo in der Hand zu haben, aber gut. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr so von diesem Gerät denkt, was ihr davon haltet, ob ihr meint, das Ding sich nochmal separat vielleicht zu einem anderen Feinschleifer anzuschaffen, würde Sinn machen oder nicht. Oder wart die ganze Zeit am Überlegen, euch überhaupt einen Feinschleifer anzuschaffen? Würdet ihr dann eher den anschaffen oder ein bisschen mehr Geld ausgeben und Basic Dremel zum Beispiel holen? Oder doch lieber ein bisschen mehr Geld ausgeben und dann halt ein besseres Set von zum Beispiel Dremel holen oder so. Schreibt das gerne mal in die Kommentare, würde mich interessieren. An dieser Stelle vielen Dank und bis zum nächsten Mal.